Was dir als Immobilienmakler und auch als Unternehmer enorm weiterhelfen wird, sowohl für dich selber, für deine Geschäftsprozesse und vor allen Dingen auch in der Führung von Mitarbeitern. In diesem Video werde ich dir jetzt eine kleine Formel, aber man könnte schon fast sagen, es ist wie so ein kleiner Algorithmus, der wirklich sehr gut funktioniert, der viele Dinge klarer macht und vor allen Dingen auch auflöst, wenn du ihn wirklich diszipliniert anwendest in deinem Tagesgeschäft. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal genau an. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Nehmen wir mal an, du machst als Immobilienmakler eine Akquiseaktion, ja, das heißt Marketing, du machst Werbung und du gibst einfach Gas, ja, das heißt also sozusagen feuerfrei, also du machst eine Aktion, das ist der erste Schritt, du machst eine Aktion und ja, du stellst halt fest, okay, das hat jetzt mal nicht so richtig gut funktioniert. Wie würden jetzt die meisten Leute reagieren? Die meisten schmeißen dann die gesamte Aktion in den Mülleimer. Und da das zum Beispiel an dem Thema Flyer bei vielen in der Vergangenheit sehr häufig passiert ist, lassen die das und sagen, Flyer sind scheiße. Oder sie machen das bei Print oder bei Online-Marketing oder bei sonst irgendetwas. Vor allen Dingen ist das sehr, sehr häufig bei dem Thema Mitarbeiter. Das heißt, sie stellen einen Mitarbeiter ein. Und der Mitarbeiter, der fängt dann an und irgendwann, gerade jetzt, wenn es ein Immobilienmakler ist, den man einstellt, dem man eine Provision zahlt und irgendwann kommt dann der Mitarbeiter auf die Idee und sagt, ach wunderbar, adieu, ich mache das jetzt selber. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, weil jetzt geht das Drama ja los. Das heißt also, man ist so richtig schön getriggert, man hat gar keinen Bock mehr auf Mitarbeiter, weil die ja alle abhauen und am Ende des Tages macht man es dann wieder alleine. Also die Auswertung ist hier leider Gottes die falsche. Und wir schauen uns jetzt mal die Formel an, die wir brauchen, um solche Dinge vernünftig zu lösen in der Zukunft, damit wir nicht mehr in immer diese permanente Falle reinlaufen. Und das schauen wir uns mal an. Und zwar ist das im Prinzip eine ganz, ganz easy Sache. Und zwar, wir machen mal den ersten Schritt. Das ist jetzt die Aktion. Ja, und wir machen das jetzt mal an einem ganz einfachen Beispiel von Mitarbeitern fest. Das heißt, die Aktion ist, wir stellen einen Mitarbeiter ein. Ja? Also ich nenne das mal hier MA-Aktion, ja, also Mitarbeiteraktion. Wir stellen den ein. So, jetzt stellen wir den Mitarbeiter ein und wir stellen fest, zum Beispiel, ja, dass jetzt hier der Mitarbeiter am Ende abhaut. Also abhaut im Sinne von, der hat Gas gegeben, der hat Umsätze reingeholt und dann verschwindet der. Also der macht sich selbstständig. Und jetzt mal meine Frage an dich, anhand dieses einfachen Beispiels, ist, was ist denn hier der Bug? Was ist der Bug? Also sprich, der Bug, was ist ein Bug? Ein Bug ist ein Fehler im System. Also kommt aus der Software und heißt, dass irgendwo eine falsche Programmierung, ein Bug, also ein Fehler programmiert worden, der das Programm sozusagen aufhält. Und hier wäre jetzt die Frage, ich habe es gerade nicht ganz so schön gemalt, hier wäre jetzt das Thema, wo ist also der Bug in Bezug auf den Mitarbeiter? Und das schauen wir uns mal an, ja? Denn der erste Fehler könnte ja sein, dass du hingehst und sagst, okay, wenn ich natürlich jemandem beibringe, wie er den Einkauf macht und den Verkauf, und ihn auch noch die Akquise machen lasse und ihm im nächsten Schritt auch noch hingehe und ihm eine hohe Provision zahle, ja, eine hohe Provision, sagen wir mal 50%, nur mal als Beispiel, ja,
Also anhand von diesen zwei Beispielen kann ich dir schon sagen, da hast du schon die Ursache, also da hast du schon den Bug, also den Systemfehler. Weil wenn du jemanden in deinem Unternehmen einstellst, der alles macht und du ihm das auch noch beibringst, alles zu machen und ihm auch noch eine hohe Provision, aber nicht eine so hohe Provision zahlst, nämlich ihm 50% zahlst, aber er trotzdem alles machen muss, dann ist doch die folgerichtige oder die Schlussfolgerung der Person ist, ja, wofür brauche ich denn das Unternehmen? Ja, wofür brauche ich den denn eigentlich? Weil, wenn du am Ende schlechte Prozesse hast, zum Beispiel, also schlechte Prozesse, und der kommt zu dem Ergebnis, er ist der Held, ja, also sagen wir mal hier, Held, ja, also er ist der Held, das ist wirklich eine gute Frau oder ein guter Mann, und ihr sagt, ey, boah, ich bin doch eigentlich hier derjenige, der das Geschäft rockt, der hat schlechte Prozesse, ich bin cool, ich rock das hier, aber ich muss dem Idioten auch noch 50% abgeben, das ist doch vollkommen klar, dann wird der abhauen. Das ist doch vollkommen logisch. Ja? Machen wir das Spiel mal anders. Ich setze mal alles auf Null. Ja, wir nehmen das mal hier so ganz schick, setzen das auch mal auf Null und sagen jetzt, wir müssen jetzt diesen Systemfehler debuggen. Ja? Also debuggen heißt, wir sagen, hey, wir holen uns einen Mitarbeiter, der kommt nicht aus der Branche. Der Mitarbeiter wird auf einen Bereich nur gesetzt, zum Beispiel auf den Verkauf, kriegt ein Gehalt und kriegt einen Bonus, zum Beispiel eine feste Provision, auf jedes Objekt. Alles andere wird aber anders organisiert. Ja? Die Geschäftsprozesse laufen komplett anders. Das heißt, die Person bekommt nur noch einen Teilbereich. Was wird jetzt nicht mehr passieren automatisch? Die Person kann gar nicht so einfach abhauen, weil sie nur noch einen Teilbereich macht und als Angestellter eingestellt wird. Denn wenn du als Unternehmer genau weißt, hey, ich habe die Arbeit, ich weiß, wie das Geschäft funktioniert und ich hole mir jetzt nur noch eine Person, die einen Teilbereich macht, und zwar einen Teilbereich des Problems oder der gesamten Kette im Verkauf macht oder im Vertrieb, in der Pipeline, nämlich den Verkauf, dann hast du ein Problem weniger, die Person löst wirklich das eine Problem und wird dafür bezahlt. That's it. Problem gelöst. Das heißt, ein Debug. Oder, ich gebe dir noch ein zweites Beispiel, weil jetzt kommt ja der nächste Schritt, wenn du den Bug, also sozusagen debugst, ja, also hier debug, also du löst es praktisch auf, dann kann automatisch wieder was passieren? Ein Let's Go. Ja, das heißt, es kann weitergehen. Ja? Man könnte auch sagen, drive, also man kann wieder, oder es läuft wieder sozusagen, okay? Es geht weiter. Das ist das, was passiert. Also hier die Action, dann kommt ein Fehler. Ja? Also wir können das auch mal zu Deutsch machen, ja, damit hier keiner nachher sagt, hier der spricht kein Deutsch. Hier kommt der Fehler. Ja? Und am Ende des Tages machen wir nichts anderes, als den Fehler dann zu beheben. Und dann, let's go, können wir weiterfahren. Das funktioniert immer. Ja, Aktion, dann kommt ein Fehler, Fragezeichen, und dann geht es wieder weiter, wenn wir den Fehler gelöst haben. Und das funktioniert auch bei Flyern oder bei Marketingaktivitäten generell. Wenn irgendwo etwas nicht funktioniert, dann hast du einen Bug, dann ist ein Fehler drin. Ja, dann finde den fucking Fehler, damit es dann wieder weitergehen kann, dass du weiterfahren kannst. Hast du ein Call to Action vergessen bei deiner Marketingaktivität? Hast du in der richtigen Zeitung geschaltet? Hast du den richtigen Verteiler gewählt? Hast du die richtige Aktion? Hast du überhaupt die richtige Ansprache? Hast du alles richtig cool gemacht? Wenn nicht, hast du 4 Fehler. Dann musst du den Fehler finden und du musst den Fehler lösen, damit du dann wieder weiterfahren kannst. Ja? Und genauso ist es mit Mitarbeitern, genauso ist es in deinem Unternehmen, genauso ist es bei den Prozessen. Wenn bei dir etwas nicht funktioniert, liegt es immer genau hier. Aktion, jetzt male ich das nochmal richtig auf, und zwar Schritt 1 ist immer die Aktion, ja, dann kommt Fehler, Fragezeichen, ja, dann kommt Behebung, ja, und dann heißt es Gas geben. Und das wird immer im Leben so sein. Das wird immer im Leben so sein. So ist das Leben. Ja? Du hast eine Aktion, es kommen Fehler,
Hindernisse, Barrieren, dann musst du die beheben und dann kommt das Gas geben. Oder man könnte auch sagen, man könnte sogar noch anders sagen, dass danach, also darauf folgt immer das Glück. Ja, also deine Happiness, dein Spaß, deine Freude in deinem Unternehmen hängt genau davon ab und wie gut du in diesen Dingen bist. Wenn du das nicht gebacken kriegst, also heißt, würdest du sagen Aktion und dann sagst du Fehler und dann Abbruch, du machst es nicht mehr, dann wirst du immer in einem wirklich verdammt blöden Zyklus drin sein, der dich immer wieder nach hinten schießt und immer wieder rausschießt. Und deshalb musst du es genau so machen. Wenn du es so machst, dann wird es wirklich, wirklich knallen bei dir. Dann wird es wirklich nach vorne gehen. Und damit es bei dir knallt, ja, geh in die Infobox, buch dein kostenfreies Erstgespräch, ja, damit wir dir genau die richtigen Wege zeigen, damit du möglichst wenige Fehler hast, die du beheben musst, weil unser System ist valide, unser System funktioniert. Wir zeigen dir direkt von vornherein den richtigen Weg. Ja, und vor allen Dingen, du hast uns immer an deiner Seite, denn wir helfen dir, die Fehler direkt immer und einfach und simpel zu beheben, weil wir wissen auch aus über 30 Jahren Erfahrung genau, wie man das macht und wie das funktioniert. Und schreib mir nochmal bitte in die Kommentare, was sind denn so die Fehler, die du hattest, wo du beim Beheben zum Beispiel Schwierigkeiten hattest. Ja? Das wäre ziemlich cool. Lass auf jeden Fall ein Abo da und folge mir auf den sozialen Medien, Facebook, TikTok, Instagram und LinkedIn und ja, wo auch sonst noch überall. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Umsetzen, weil das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen und natürlich auch immer Blatt Papier und Stift bei haben, um genau zu gucken, was ist jetzt gerade das Problem, also die Aktion, wo ist der Fehler und wie kann ich den beheben, ja, also wo ist sozusagen die Ursache für den Fehler und dann wird es richtig lustig und wird richtig cool. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung.